So, Gerda, jetzt sind wir wieder benannt. Genau. In Hochdeutsch. Und zwar, wir machen jetzt ein ganz extrem wichtiges Training, weil das wird von sehr vielen Leuten vergessen, auch von den Sportlern, sogar Spitzensportler habe ich festgestellt, die machen einfach zu wenig Bauch und Rücken. Okay. Und die Rumpfmuskulatur ist extrem wichtig, um Gewicht abzufedern. Ja. Das heißt, wenn du jetzt springst, kannst du dich viel schneller in den Knien verletzen, wenn die Federung in der Mitte nicht stimmt. Also Bauch und Rücken dreimal die Woche optimal. Man braucht nicht viel Zeit dafür. Okay. So, das wäre jetzt die Bauchübung. Wir nehmen die Beine im rechten Winkel an die Wand. Genau, beide. So, dann die Arme hinter den Kopf. Genau, wunderbar. Und jetzt machen wir sogenannte Crunches, also eine Bauchübung. Und da würde ich auch vorschlagen, 3x10 Wiederholungen, alle 60 Sekunden eine. Und schon haben wir mit 3 Sätzen eine Bauchübung durch. Okay, jetzt gehen wir hoch. Jawohl, wunderbar. Hochgehen und immer da auf Spannung. Genau, dass da die Spannung aufgebaut wird. Jawohl. Ruhig einmal ein bisschen länger halten, mal ein paar Sekunden. Dann haben wir super Bauchübung. Du siehst mich hier mit dem Rollator. Was machen wir jetzt? Mein Bauch. Sofern die Bauchmuskulatur, wenn das noch alles funktioniert, können wir wunderbar jeweils abwechselnd ein Bein heben und praktisch mit dem Knie nach oben gehen, soweit es geht. Probieren wir. Die Hand nehmen. Ach so? So? Entweder mit der Hand. Wenn es ohne Hand geht, wenn die Muskulatur hält oder das schafft. Oder so. Oder so, genau. Einzeln. Also. Und ja, ich merke schon. Ja. Geht in den Unterbauch. Gut. Ja, super Übung. Ja. Ich merke das auch im Rücken. Mhm. Ich merke das auch im Rücken. Ja, es geht. Ja, ja. Ist durchgängig. Ja. Weil du natürlich bis zum Oberschenkel nach hinten alles bewegst. Ja. Bis zum Rücken durch. Ja, okay. Mhm. Man kann ja so nachfedern. Und selber, wenn es am Anfang nicht geht mit den Händen, alleine, dann nimmt man die Hände dazu. Ja, klar. Weil allein schon... Ist Sicherheit, weißt du, die Sicherheit. Genau, ja. Und allein schon die einfache Bewegung kann schon einen Fortschritt bringen, das ist ganz wichtig. Wenn einer sagt, ich bin gar nicht mehr mobil oder es geht nichts mehr und trotzdem wird er merken, wenn er diese Übung macht, dass er doch wieder ein bisschen einen Fortschritt hat. Langsam anfangen. So genau. Ja. Und vielleicht dann das. Weil die Dehnungsfähigkeit des Körpers, die nimmt wieder zu, wenn man die Übung macht. Ja. Ganz einfach. Gut. So geht es auch. Ja. Gut. Ja. Also Gerda, jetzt machen wir noch eine Übung mit dem Terraband. Mhm. Das tun wir um das Bein rum. Ja. Dann auf Spannung. Ja. Und ganz wichtig ist, das Ganze stabil. Das heißt... Zusammen. Zusammen, ja. Ja. Und wir gehen dann in der Hüftrotation mit geradem Gelenk, nicht das Gelenk knicken. Die müssen stabil sein. Genau, am besten nimmst du die... Jetzt! So. Wie im Winkel. Ja. Da bleiben. Ja. Mhm. Und dann rotieren. Ja. Da genauso. Jetzt super. Ja. Genau. Schön. Und dann haben wir praktisch da die Hüftrotation. Da erwischen wir auch noch die seitliche Muskulatur. Seitliche Baummuskulatur. Mhm. Wunderbar. Wunderbar. Nicht knicken. Genau. Gut. Und immer schön langsam und auf Spannung gehen. Spannung. So Gerda, jetzt haben wir die Bauch- und die Rückenübung fertig. Mhm. Die, ganz wichtig, sollte man dreimal in der Woche, ohne Problem, immer 3 Sätze langen aus. Und das nächste wäre dann eine Übung für die Beine. Ah ja. Der nächste Schritt. Okay, der nächste folgt. Der nächste folgt. Gut.